Konzentriert und mit Tempo zum Erfolg. Die Handballer der Rhein-Neckar Löwen stehen im großen Final Four der European League in Hamburg. Gegen die Füchse aus Berlin müssen sie ran. Mit einem Sieg ging es ins Endspiel. Spielmacher Juri Knorr ist voller Vorfreude. Etwas, was wir uns in dieser verkorksten Saison dann doch erarbeitet haben. In der Euroleague haben wir schon ganz gut performt und können darauf auch stolz sein. Und klar, das ist jetzt ein Titel, der nicht so weit weg ist. Und das ist für uns Sportler das Größte, nach so einer langen Saison die Möglichkeit drauf zu haben. Er spricht es an. Die Löwen spielen eine Bundesliga-Saison zum Vergessen. Rang 11 heißt es 2 Spieltage vor Schluss. Doch das soll jetzt kein Thema mehr sein. Schlussmann David Späth will halten, was es zu halten gibt. Natürlich wissen wir, dass wir 2 nicht so erfolgreiche Spiele gegen Berlin hatten, aber das blenden wir aus. Egal, was jetzt in der Vergangenheit passiert ist, ob wie die Saison verlaufen ist, gut, schlecht, ist völlig egal. Es sind 2 Spiele, die alles entscheiden können, wie die Saison am Ende abgeschlossen wird. Und darauf fokussieren wir uns und wir gucken auf unsere Stärken. Wir schauen, dass wir unser Spiel auf die Platte bringen und alles, was wir haben, auf der Platte lassen. Und dann bin ich sicher, dass wir jede Mannschaft schlagen können. Auch Trainer Sebastian Hinze schlägt in diese Kerbe. Wieso nicht den Titel holen? Er weiß, worauf es ankommen wird am Samstag. Es geht für alle Mannschaften um was, es geht um diese 60 Minuten Do-or-Die-Wettbewerb. Also es kommt darauf an, dass man gut vorbereitet ist, dass man in Stresssituationen gut reagiert, dass man über 60 Minuten wirklich voll da ist und bereit ist, wirklich alles zu investieren, um dieses Spiel zu gewinnen. Klar ist, der Druck liegt bei den Füchsen aus Berlin. Die Löwen reisen als Außenseiter nach Hamburg und mit Druck müssen die Füchse erstmal umgehen können. Am Ende bleibt es ein Spiel. Natürlich sind wir nicht der Favorit und der... Ja, ich glaube, Berlin hat sicherlich den Druck, weil ich glaube schon, dass sie so eine herausragende Saison mit einem Titel krönen wollen und das auch verdient hätten, aber es ist nur ein Spiel und die Chance bleibt uns. Die Spekulationen um einen Wechsel des Aufbauspielers nach Dänemark reißen indes nicht ab. Er beteuert, dass er aktuell noch Vertrag habe. Den Fokus lege er jetzt aufs Wochenende. Wir wissen, es sind nur 60 Minuten und die da drüben kochen auch nur mit Wasser und wir haben unsere Chance und das ist das Besondere in so einem Final Four, das haben wir letztes Jahr erfahren dürfen oder der Großteil von uns und natürlich wird es auf taktische Inhalte ankommen, aber am Ende zählt das, was jeder Zuschauer in der Halle dann miterleben darf und uns vielleicht auch pushen kann in dem Moment, diese Energie muss da sein und nur das kann uns dann zu einem Sieg verhelfen. Die Wahrheit wird man am Samstag auf der Platte sehen. Anwurf ist um 18 Uhr in Hamburg, das Finale dann einen Tag später. Ein guter Zeitplan, eine durchschnittliche Saison mit einem herausragenden Erfolg zu krönen.